Schöne Grüße, mein Team Challenge aktiv, Leute. Neue Woche, neues Glück. Woche 11 ist etwas besonderer wegen Valentinstag. Es sind eine ganze Menge Valentinstag-Aufgaben, wo wir ein romantisches Date mit Fischstäbchen haben sollen. Und das Besondere an den Aufgaben ist es tatsächlich, dass wir noch eine gratis Spitzhacke angeblich bekommen, wenn wir diese Aufgaben machen am Ende der Season, also erst in 4 Wochen. Das ist die gleiche Spitzhacke, die man auch bei dem Valentinstag-Event machen kann. Das habe ich zum Beispiel schon bei den Rosenaufgaben erklärt. Da einfach gerne nachschauen. Aber bei dieser Aufgabe müsst ihr einen Liebesdank von Grimli, müsst ihr den finden bei der Pfannkuchenfestung der Koralleninsel oder Stealthy Stronghold. Die Koralleninsel findet ihr links von Coral Castle. Da ist Coral Castle direkt links bei der großen Muschel. Dort geht ihr einmal auf die Rückseite und findet den Liebesdrank. Und wenn ihr den gefunden habt, gerne schon direkt den Like-Button, Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn euch diese Videos helfen. Für den Liebesdrang gibt es aber noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Nachdem man den tatsächlich bei der Pfannkuchenfestung eingesammelt hat oder beziehungsweise bei der Muschel, müsst ihr das Ding auch noch abliefern zum Elendsviertel oder ins Slurpy Swamp. Auch die Location zeige ich euch hier in diesem Video. Und zwar Slurpy Swamp, ganz einfach natürlich ganz südlich unten links auf der Karte, ne, südlich von Holy Hatchets und Weeping Woods. Dort geht ihr in das Hauptgebäude, ne, das Hauptgebäude in der Mitte mit dem großen Slurpel quasi, geht ihr quasi in die Mitte und dort gibt es dann neben diesen zwei großen Silos hier, ne, da sind die Silos, gibt es einen Raum. Nicht den Gang hier in die andere Richtung, ne, das führt euch zu einem anderen Trakt, sondern quasi durch diesen Gang in diesen Raum, wo auch ein Teddy drin ist. Und in diesem Raum findet ihr auf der linken Seite dann nochmal quasi einen abgeschotteten Raum. Da müsst ihr diese Wand einfach abbauen. Dann geht ihr durch die Wand durch und könnt dann hier dem Teddy seinen Liebestrank liefern. Und dann ist er happy. Und dann habt ihr die komplette Questreihe mit dem Liebestrank abgeschlossen. Auf der rechten Seite findet ihr die Rosen und die Schokolade und was auch immer ihr noch suchen müsst für diese Aufgabe. Und gebt mir Flosse. Flop.